Also liebe Leute, es gibt wieder Kids und Pro-Accounts und wisst ihr Geier und hier und da. Also Sabri, ihr habt ja das mit Sabri mitgekriegt, hat sich jetzt entschuldigt. Dementsprechend wird die Anzeige also zurückgezogen. Ja, ich habe ihn wirklich angezeigt. Das lag alles bei der Polizei vor. Und das soll auch auf jeden Fall eine kleine Abschreckung sein für Leute, die denken, dass sie mich in der Öffentlichkeit schlecht machen müssen. Ich möchte einfach nur einen ehrlichen Laden führen. Ich möchte sicher keinen betrügen. Und wenn irgendjemand ein Problem mit mir hat, dann kann man das ganz normal klären und muss nicht gleich öffentlich irgendjemanden schlecht machen. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt bitten, das Bild unter der Videobeschreibung aufzurufen. Auf dem Video hier seht ihr eh nur meine Decke, weil ich immer noch nicht zugekommen bin, mir ein Desktop-Aufnahmeprogramm zu besorgen oder Fraps neu zu installieren. Aber ich mache das wirklich. Also, das also wir rufen das Bild auf, wir vergrößern es ein wenig und da hat Sabri geschrieben: Hallo Game Mogul, ich wollte dir sagen, dass ich nichts mit der Passive Card gemacht habe. Halten wir mal kurz an, ich möchte klarstellen, ich habe auch nichts mit der Passive Card gemacht und hätte er nicht öffentlich mich versucht schlecht zu machen, hätte ich ihm geholfen rauszufinden, was mit der Passive Card passiert ist. Wir haben ja schon bei Passive Card angerufen und ich wollte eigentlich bei Global Collect nachhaken, um rauszufinden, was damit passiert ist, aber unter den Umständen soll er sich selber darum kümmern. Auf jeden Fall ist die Entschuldigung angenommen und wir lesen jetzt weiter. Also Game Mogul, ich wollte sagen, dass ich nichts mit der Passive Card gemacht habe und ich will jetzt einfach nur Frieden. Also Entschuldigung Game Mogul, lass einfach Frieden schließen, ich möchte keinen Stress, bitte nimm an und es tut mir auch leid, dass ich manchmal scheiße war. Naja, schreib bitte zurück und dann nimm es an, bitte, wenn du mir halt verzeihen kannst. Entschuldigung, ich wünsche dir noch ein schönes Weihnachtsfest. Ja, das wünsche ich dir auch, Sabri, ich wünsche dir auch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und, ja, Leutis, also, die Sache ist bereinigt und ich habe mit Sicherheit niemanden betrogen. Und, ja, alles klar, das wollte ich jetzt nur mal klarstellen. No, alles klar, bis dann. Ciao, ciao.